Hallo meine Pokémon-Freunde, ich bin Marlon, aka Bubu und am 28.01. kommt endlich Pokémon Legenden Arceus raus und in dem Video zeige ich euch mal die wichtigsten Sachen, die wir bisher von offizieller Seite zu dem neuen Spiel wissen. Viel Spaß! Pokémon Legenden Arceus spielt in der Hisui-Region. Die Hisui-Region kennt ihr unter einem anderen Namen und zwar der Sinnoh-Region. Allerdings ist Hisui der altertümliche Name, der vor hunderten von Jahren verwendet wurde und die heutige Sinnoh-Region darstellt. Im Zentrum der Hisui-Region befindet sich der Kraterberg. Rundherum um den Kraterberg habt ihr verschiedene Habitate, wo ihr verschiedene Pokémon begegnen und fangen könnt. Was ist also die Aufgabe in dieser fremden, unbekannten Welt? Eine der Hauptaufgaben im Spiel ist es, den altertümlichen Nationaldex zu vervollständigen. Also der Pokédex in der Hisui-Region, der Prototyp des heutigen Pokédexes. Beim Fangen der Pokémon werden Vorgänger des heutigen Pokéballs verwendet. Die Bälle zum Fangen werden dabei von euch durch verschiedene Gegenstände hergestellt, die ihr in der Welt findet. Wenn ihr das Spiel startet, habt ihr die Auswahl zwischen drei verschiedenen Starter-Pokémon. Und zwar Bautz, Otaro und mein persönlicher Favorit, Feurigel. Ihr könnt das Spiel mit zwei verschiedenen Charakteren durchspielen. Sogenannte Hauptfiguren. Entweder wählt ihr Lumia, das ist der weibliche Charakter. Oder ihr nehmt Lumius, das ist der männliche Charakter. Aus Pokémon Diamant und Perl kennt ihr wahrscheinlich noch Professor Eibe. Das Gegenstück zu Professor Eibe ist der Expeditionsleiter Denboku. Dieser übernimmt die Rolle des Professor, des Lehrenden und ist witzigerweise auch direkt verwandt mit Professor Eibe, da er einer seiner Vorfahren ist. In Pokémon Legenden Arceus gibt es zwei verschiedene Clans. Einmal der Diamant-Clan und der Perl-Clan. Den Mitgliedern des Diamant-Clans ist es wichtig, gemeinsam mit Verbündeten im gegenwärtigen Moment zu leben. Der Perl-Clan hingegen legt großen Wert darauf, die Weiten der Hisui-Region zu schützen und zu schätzen. Beide Clans tragen Kleidung, die an bestimmte Pokémon erinnern. In beiden gibt es Wächter und Wächterinnen, die sich besonders um Pokémon kümmern. Dann kommen wir zu einem der wichtigsten Faktoren, und zwar, wie fangen wir denn nun Pokémon? Pokémon leben frei in unterschiedlichsten Orten, so zum Beispiel auf Wiesen, Wäldern oder in Gewässern. Bestimmte Verhaltensweisen von Pokémon oder sogar ganze Pokémon-Arten kann man möglicherweise nur unter den richtigen Bedingungen beobachten, beispielsweise zu einer bestimmten Tageszeit oder bei bestimmten Wetterverhältnissen. Und aus anderen Spielen kennen wir es ja bereits, dass gewisse Pokémon auch nur am Tag oder nur in der Nacht vorkommen und das gleiche ist auch wieder in der Hisui-Region, also im Pokémon Legenden Arceus der Fall. Die Hisui-Region ist wie folgt aufgebaut. In der Mitte habt ihr den riesigen Kraterberg und um den Kraterberg herum habt ihr verschiedene Habitate der Pokémon. Und im Pokémon Legenden Arceus wurde ein etwas neues Konzept getestet, und zwar das Konzept der Basis. Also ihr habt einen festen Standort, in dem ihr einkaufen könnt, in dem ihr NPCs habt, in dem ihr interagieren könnt und sogar an denen ihr mit echten anderen Spielern tauschen oder kämpfen könnt. Und dieser Stützpunkt ist Jubeldorf. Viele von euch werden die Stadt Jubelstadt kennen aus Pokémon Diamant, Perl, Pokémon Strahlendiamant und Pokémon Leuchtende Perle. Und in der Hisui-Region war es noch keine Stadt, sondern ein Dorf und darum Jubeldorf. Und Jubeldorf fungiert hier als Stützpunkt. Also wenn ihr auf Mission geht oder Expedition vorbereitet oder von einer kommt, startet ihr immer in dieser Stadt, Jubeldorf, und nach dem Vollenden einer Mission landet ihr auch wieder dort. Also ihr habt den festen Stützpunkt, geht dann auf Mission und geht dann wieder zurück nach Jubeldorf. In der Hisui-Region gibt es ebenfalls eine neue Art von Pokémon. Und zwar Pokémon mit wundersamen Kräften, die nennt man dann die Könige und die Königinnen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders mächtige und starke Pokémon sind. Und auf der offiziellen Pokémon-Webseite, die natürlich auch unten einmal verlinkt ist, steht ebenfalls geschrieben, dass der Dialog oder die Begegnung mit solchen Pokémon ein Hauptteil des Spiels darstellen wird. Also Königinnen und Könige werden ein großer Bestandteil des neuen Pokémon-Spiels werden. Und diese besonderen Pokémon, diese Könige und Königinnen, werden immer von Wächtern beschützt. Also die Pokémon werdet ihr in der Regel wahrscheinlich nicht allein antreffen, sondern die werden immer in Begleitung von anderen Pokémon sein. Und die Könige und Königinnen mit Nahrung und mit anderen Dingen versorgen. Könige und Königinnen können aber anscheinend auch in Rage versetzt werden. Ein seltsames Phänomen in der Hisui-Region sorgt dafür,
dass Könige und Königinnen völlig ausrasten, leuchten und groß werden. Und eine eurer Aufgaben wird sein, diese Pokémon dann zu besänftigen. Aber wie kann man diese Pokémon dann besänftigen, wenn sie einmal in Rage geraten sind? Sie werden größer, leuchten hell auf und um sie zu besänftigen reicht es nicht aus, sie einfach nur zu besiegen. Nein, ihr müsst die Pokémon mit Ruhegaben treffen. Da hat Game Freak sich eine ganz nette Mechanik einfallen lassen. Und zwar müsst ihr die Lieblingsspeisen des jeweiligen Pokémons finden und sie dann damit abwerfen. Dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Faktor und zwar das Kampfsystem. Nachdem ich mir die Trailer angeguckt habe und etwas Gameplay-Material, bin ich zu der Vermutung gekommen, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Und zwar einmal, dass ihr allein in der Open World rumlauft, wilden Pokémon begegnet, dann deren Attacken ausweichen müsst und somit aus dem Kampf fliehen könnt. Allerdings werdet ihr so auch besiegt werden können und eure Forschungsmission oder eure Expedition ist an der Stelle abgebrochen und ihr fallt in Ohnmacht und werdet dann in Jubeldorf wieder aufstehen. Eine weitere Methode wird es sein, dass ihr dann wilde Pokémon bekämpfen könnt, indem ihr eure eigenen Pokémon aus dem Pokéball holt und dann gegen diese wilden Pokémon kämpft. Hier gibt es zwei verschiedene Kampfsysteme und zwar einmal die Tempotechnik. Bei der Tempotechnik wird die Stärke der Attacke reduziert, allerdings wird euer Pokémon schneller wieder angreifen dürfen, da ihr sehr schnell angreift. Die zweite Technik ist die Krafttechnik. Bei der Krafttechnik steigt die Stärke eurer Attacke, allerdings werdet ihr langsamer und der Gegner wird häufiger angreifen dürfen. In der Hisui-Region wird es auch wieder nagelneue Pokémon geben. Ihr kennt es wahrscheinlich, zum Beispiel aus der 7. Generation, also Pokémon Sonne und Mond. Da gab es extra Alola-Pokémon, die es nur in dieser Region gibt und ähnlich ist es auch bei Pokémon-Legenden Arceus. Bisher haben wir noch nicht so viele Hisui-Formen kennengelernt, aber die, die wir bis jetzt gesehen haben, sind einmal Hisui Voltoball, Hisui Zorua, Zoroark, Vashaquil, Fukano. Ich kann mir aber allerdings gut vorstellen, dass es noch einige Überraschungen für uns gibt. Das sind bisher nur die Hisui-Formen, die wir kennengelernt haben, die wir schon gesehen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einige neue Pokémon auf uns warten werden. Zudem ist ebenfalls bekannt, dass es drei mythische Pokémon geben wird. Und zwar wird es einmal Darkrai geben, Shaymin und natürlich das Götter-Pokémon Arceus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich persönlich bin mega gehypt auf das Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wurde von Game Freak und Pokémon. Schreibt mir natürlich gerne mal rein, was eure Erwartungen an das Spiel sind. Ich persönlich erwarte viele Stunden Spielspaß, eine neue Welt von Pokémon, eine neue Seite, die ich kennenlerne. Und vor allem erwarte ich mir, dass es eine schöne Shiny Hunting Methode gibt. Zum neuen Spiel würde es ganz gut passen, wenn es irgendeine interessante Shiny-Hunting-Methode gibt. Aber schreibt mir gerne mal rein, was ihr euch wünscht. Aber das waren jetzt meine Wünsche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Bubu.